Paschimottanasana, die Zange. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Streck einatmend deine Arme über den Kopf und ausatmend die Hände zum Herzen. Zieh jetzt deine Beine an, bis die Oberschenkel den Bauch berühren. Halt deine Zehen mit Mittel- und Zeigefinger fest. Atme ein, strecke deinen Rücken und schieb langsam deine Fersen weg. Bleibe dabei in Kontakt mit den Oberschenkeln. Entspanne in der Stellung und lass dein Atem fließen. Schultern und Arme sind entspannt. Lasse das Gefühl des Heruntersinkens des geraden Oberkörpers entstehen. Strecke Arme und Rücken und richte dich mit der Einatmung wieder auf. Streck einatmend deine Arme über den Kopf und ausatmend die Hände zum Herzen. Zieh jetzt deine Beine an, bis die Oberschenkel den Bauch berühren. Halt deine Zehen mit Mittel- und Zeigefinger fest. Atme ein, strecke deinen Rücken und schieb langsam deine Fersen weg. Bleibe dabei in Kontakt mit den Oberschenkeln. Entspanne in der Stellung und lass dein Atem fließen. Schultern und Arme sind entspannt. Lasse das Gefühl des Heruntersinkens des geraden Oberkörpers entstehen. Strecke Arme und Rücken und richte dich mit der Einatmung wieder auf. Matsyendrasana, der Drehsitz. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen linken Fuß neben dem Knie auf. Zieh dein Bauch zum Bein. Bewege nun deinen rechten Arm in maximalem Kreis hinter deinen Rücken. Wenn du genug Kraft im Rücken spürst, kannst du deinen rechten Arm aufstützen und die Handfläche öffnen. Bleibe aktiv in der Position, indem du dich mit jeder Einatmung aufrichtest. Stell dir vor, ein Faden zieht dich am Brustbein hoch. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen Körper mehr rotieren und geschmeidiger werden. Streck deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung Wirbel für Wirbel aus der Position. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen rechten Fuß neben dem Knie auf. Streck nun deinen rechten Arm hinter deinen Rücken. Dein Kopf folgt langsam der Bewegung. Schließ deine Augen und beobachte, wo der Atem hinfließt.
Streck nun deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung aus der Position. Stell deinen linken Fuß neben dem Knie auf. Ziehe dein Bauch zum Bein, beweg nun deinen rechten Arm in maximalem Kreis hinter deinen Rücken. Wenn du genug Kraft im Rücken spürst, kannst du deinen rechten Arm aufstützen und die Handfläche öffnen. Bleibe aktiv in der Position, indem du dich mit jeder Einatmung aufrichtest. Stell dir vor, ein Faden zieht dich am Brustbein hoch. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen Körper mehr rotieren und geschmeidiger werden. Streck deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung Wirbel für Wirbel aus der Position. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen rechten Fuß neben dem Knie auf. Streck nun deinen rechten Arm hinter deinen Rücken. Dein Kopf folgt langsam der Bewegung. Schließ deine Augen und beobachte, wo der Atem hinfließt. Streck nun deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung aus der Position. Sirshasana, Elefantenkopfstand. Setz dich in den japanischen Sitz. Komm nach vorne und halte beide Ellenbogen. Falte die Hände und stütz deinen Kopf an dieser Stelle auf. Leg beide Hände da auf, wo die Ellenbogen waren. Streck vorsichtig die Beine und richte dich Schritt für Schritt auf. Versuche nun, jedes Schienbein einzeln auf den Oberarmen aufzustützen. Wenn es dir einfach fällt, kannst du beide Beine aufstützen und die Fußsohlen zusammenbringen. Wenn nicht, bleibst du dabei, dich an den Druck auf dem Kopf zu gewöhnen und die Beine zu strecken. Bleib, solange du dich wohlfühlst, und komm dann langsam und kontrolliert herunter. Entspann deinen Kopf, indem du die Stirn auf beide Fäuste legst. Dein Nacken und Rücken entspannen sich mit jeder Ausatmung. Komm dann langsam zurück in den japanischen Sitz. Ardha Sarvangasana, die halbe Kerze. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Leg jetzt deine Handflächen Richtung Erde, die Füße berühren sich. Atme tief ein, halt die Luft an, schieb deine Beine hoch, bis du dein Becken mit den Händen stützen kannst. Lass dein Atem nun wieder fließen und streck deinen Nacken. Dein Körper ist jetzt angewinkelt, so dass deine Füße über dem Kopf sind. Halte deine Ellenbogen schulterbreit.
Schließ deine Augen und konzentriere dich auf die Stelle zwischen den Augenbrauen. Du merkst, wie der Atem automatisch in den unteren Bauch fließt. Um aus der Stellung zu kommen, fixierst du deine Arme auf der Erde und kommst kontrolliert Wirbel für Wirbel mit gestreckten Beinen zurück auf den Rücken. Öffne deine Handflächen und spüre der Stellung einen Moment nach. Halasana, der Pflug. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Press nun deine Handflächen auf die Erde. Nimm einen tiefen Atemzug und komm mit gestreckten Beinen hoch. Dann hebst du die Hüften und auch den Lendenteil des Rückens, sodass du die Beine über den Kopf heben und mit den Zehen den Boden berühren kannst. Den Rücken mit den Händen abstützen. Das Kinn an die Brust drücken, langsam durch die Nase atmen. Genieße die Stellung. Halte sie, solange es angenehm ist. Streck deine Arme parallel und fixiere die Handflächen auf dem Boden. Mit der Ausatmung langsam die Beine wieder anheben und Wirbel für Wirbel in die Ausgangsstellung zurückkehren. Nakara Asana, das Krokodil. Du bist entspannt in der Rückenlage. Öffne deine Arme auf die Seiten. Die Hände sind geöffnet. Leg deine rechte Zehe unter das linke Knie. Atme ein und zieh mit der Ausatmung dein Knie auf die linke Seite. Roll deinen Kopf nach rechts. Du kannst nun dein Knie mit der linken Hand halten. Atme zwischen deine Rippen. Roll deinen Kopf mit der nächsten Einatmung zurück ins Zentrum und streck dein Bein mit der Ausatmung. Zieh jetzt dein linkes Bein an und leg es auf die rechte Seite. Dein Kopf rollt nach links. Die Schultern bleiben auf der Erde. Der Atem strömt zwischen die Rippen. Einatmen, zurück ins Zentrum. Ausatmen, Beine strecken. Zurück in die Ausgangslage. Matsyasana, der Fisch. Entspann dich flach auf den Boden.
Leg beide Hände unter das Gesäß, schieb deine Brust mit Hilfe der Ellenbogen so hoch, bis dein Scheitel den Boden berührt. Schließ deine Augen und beobachte, wo dein Atem hinfließt. Um aus der Stellung zu kommen, übergibst du das Gewicht wieder deinen Ellenbogen. Öffne die Handflächen und spür der Stellung einen Moment nach. Relax. Entspanne dich in der Rückenlage. Umarme jetzt beide Beine, der Nacken ist lang. Schließ deine Augen, atme breit in den Rücken und lass ihn mit deiner Vorstellungskraft in die Erde sinken. Shavasana, die Totenstellung, die Schlussentspannung. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Fühle jetzt dein linkes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Heb dein linkes Bein etwas an, so dass du noch einmal alle Muskeln spüren kannst. Entspanne dein Bein wieder mit der nächsten Ausatmung. Vergleiche nun dein linkes Bein mit dem rechten Bein. Fühle jetzt dein rechtes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Streck dein rechtes Bein noch einmal richtig durch, sodass du alle Muskeln gut spüren kannst. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Beine entspannen und richtig loslassen. Fühle jetzt deine Arme von den Fingern bis zu den Schultern. Heb deine Arme etwas an, sodass du alle Muskeln noch einmal spüren kannst. Öffne auch deine Finger und zieh sie wieder zusammen. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Arme entspannen und völlig loslassen. Fühle nun dein Becken und schieb es Richtung Himmel. Spüre deine gesamte Beckenmuskulatur und öffne deine Vorderseite. Lass dein Becken mit der nächsten Ausatmung in die Erde sinken. Fühl dein Gewicht und lass es völlig los. Fühle deinen gesamten Brustbereich und öffne dein Herz Richtung Himmel. Die Arme bleiben dabei entspannt. Verlagere dein Gewicht auf den Hinterkopf. Fühle die gesamte Rückenmuskulatur bis zum Nacken. Mit der nächsten Ausatmung lässt du deine Schultern in die Erde sinken und gibst dein ganzes Gewicht ab. Roll deinen Kopf noch einmal nach rechts und noch einmal nach links. Komm dann zurück ins Zentrum. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zum Gesicht und spann noch einmal alle Muskeln im Gesicht an. Deine Wangen, Lippen, Augen, Stirn. Entspanne nun dein Gesicht, dein Kiefer, die Zunge, Augen, Augenmuskeln, Stirn. Die Kopfhaut, dein Gehirn. Entspanne deine Speiseröhre, Atemwege, alle Organe. Fühle deinen gesamten Körper als eine Einheit und lass nun alle Zellen ruhen. Dein Geist bleibt dabei wach.
Komm zurück zu deinem Atem und fühle alle Muskeln. Beweg deine Zehen und Finger. Streck deinen ganzen Körper durch und beatme ihn gleichmäßig. Du kannst dich nun auf die rechte Seite abdrehen und langsam wieder zu dir kommen. Namaskaram.